Einen wunderschönen guten Morgen. Tja, wo fange ich an? Alles geht zu Ende, auch die Freizeit. So wie es aussieht, nächste Woche wieder voll im Einsatz. Dann werden natürlich die Videos wieder etwas weniger. Ja, wer hätte es gedacht? Nebenbei essen. Tagesziel heute. Hinten ausschäumen. Dazu habe ich mir diesen Fensterschaum geholt. Einmal, weil er so eine kleine Düse vorne hat. Und zum anderen steht drauf flexibel und eine hohe Wärmedämmung. Bin ja gespannt, ob die Dose ausreicht, aber ich denke mal schon. Ist ja recht große. Und schwer ist sie. Da werde ich hinten ausschäumen. Dann werde ich gucken, auf alle Fälle die Steine, dass ich heute fertig kriege. Und ja, und dann gucke ich mal, wie ich noch weiterkomme. Ich muss auf alle Fälle oben endlich das Dach fertig machen. Seitlich noch die Latten. Oh, das muss man auch noch alles streichen. Ach, Hölle, Hölle, Hölle. Aber was mir gestern Abend noch eingefallen ist, ich habe die volle Erleuchtung gehabt. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Oh, ja. Wenn ich den Schaum verwende, werde ich die Cam nicht in die Hand nehmen. Aus dem ganz einfachen Grund, einmal offen, soll schnell gehen, bevor man der Mist im Röhrchen eintrocknet. Hau ab, du blöde Ameise, das ist mein Sandwich. Oh. Ja, und danach geht es dann weiter mit den Steinen. Abgraben, Steine schleppen, Steine setzen. Ja, ich habe genügend auch heute noch zu tun. Und wenn das alles gemacht ist, dann kann ich mit den Streicharbeiten weitermachen. Und dann hoffentlich vielleicht zum Wochenende hin nach oben die beiden Dachseiten noch, die Latten. Weil auf der Seite da drüben habe ich festgestellt, wenn der Wind unter das Blech drunter fährt, weil es ja so einen großen Überstand hat, flattert es ganz schön. Und das möchte ich so schnell wie möglich behoben haben. Gut. Ich mache jetzt noch gemütlich Brotzeit. Brötchen, Sandwich, Pute Ei und mein Käffchen. Und dann lege ich los. Ach du heilige Scheiße. Ah, ja. Oh je, oh je, oh je. Eine herrliche Sauerei. Die Seite ist nicht ganz dicht geworden, da bin ich nicht reingekommen. Ei. Und hier hat sie sauber rausgedruckt. Naja, muss ich nachher versuchen, sauber zu machen, den ganzen Scheiß. Oh, ich hasse PU-Schaum. Ich hasse es. Abgedichtet wird es ja sowieso noch. Also wenn es abgeschnitten ist mit Silikon, dass das wirklich hundertprozentig dicht ist. Tja, und auf der einen Seite, mein Gott, da habe ich von außen noch ein paar Löchlein gebohrt. Aber schaut euch das an. Hat es mir so unter dem Brett dann rausgedruckt. Ah, ja, naja. So sieht es nun aus. Hier drüben auch noch, wenn man es erkennen kann. Antrocknen lassen, abschneiden, fertig. Und jetzt kümmere ich mich hier um die Randbesteinung. Genau. Ah, was für ein Tag. Ich sagte ja, mir ist es egal, ob die Steine ungleichmäßig sind, ein bisschen schief sind oder nicht. Das ist mir sowas von wurscht hier am Rand. Aber eins kann ich euch sagen. Das ist eine Sträflingsarbeit, die Steine zu schleppen. Ja, aber ein Feld nach dem anderen. Und ja, da bin ich eigentlich nachher doch relativ, hoffe ich, zügig fertig.
aber auch nur, wenn ich nicht dauernd Päuschen mache. Tja, hier für die Türe muss ich mal auf alle Fälle noch ein Türrückhaltesystem ausdenken, weil wenn die offen ist, der Wind, und da reicht ein bisschen Wind und dann geht die Tür dauernd. Das ist eine Katastrophe, aber ich denke, das Türrückhaltesystem wird aus einem Stuhl bestehen. Einfachste Möglichkeit. So, aber jetzt gleich weiter. Bin bloß gerade noch am Schlürf. So ein Rotz aber auch, was der mir hinterlassen hat hier. Katastrophe, Leute. Also hier entlang habe ich ja mal noch die halbwegs großen Steine verwendet. Der kommt schon wieder raus, geh wieder hinter. Und ja, bis hierher bin ich jetzt gekommen. Die drei Felder habe ich noch. Da vorne müssen wir noch ein bisschen abgraben. Vielleicht mache ich das heute ja auch noch alles. Ach, mal sehen. Aber jetzt, ich sag's euch, geht's wirklich los mit dem Müll. Wirklich Müll, was hier unten rauskommt. Lauter so klein geschnittener Mist. Naja, irgendwie muss ich da jetzt gucken, dass ich halbwegs vernünftig was raussuche, dass ich den Rand noch fertig kriege. Ach Mann, Scheiße. Ey Leute, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt. Ich gerade am Päuschen machen, Windböe, Markise, Wolze reinfahren und dann gibt es einen Riesenschlag. Ja, und die Dinger vorne fliegen raus. Oleg! Keine Ahnung, was da jetzt los war. Dabei habe ich sie bloß ein klitzekleines bisschen Holz verstellt. Leck mich am Ärmel. Ah, ich drehe noch durch hier. Hammerhart. Das mache ich heute nicht mehr. Jetzt fahre ich sie rein. Und aber was ich fertig habe mittlerweile, das kann ich euch zeigen. Ja. Also ich habe jetzt die Steine bis hinter gewuchtet. Hier halt ein bisschen kleinere hin, aber das tut's auch. Ja, und jetzt werde ich hier noch das Ganze entsprechend soweit abtragen, abgraben. Und dann geht's im Prinzip schon los mit Erde sieben von dem Haufen da hinten. Und dann kann ich das mit frischer Erde schön gleichmäßig auftragen. Boah. Kann mir einer von euch sagen, wenn ich jetzt noch Grassamen aussähe, ob das Gras noch zu sprießen anfängt, ob das was bringt oder auch nicht vom Winter? Ich weiß es nicht. Aber da mache ich mich morgen schlau. Nachdem mein Erdwall da hinten sich zum Limes auftürmt, aber ja keine Römer mehr gibt, habe ich beschlossen, das ein bisschen anders zu machen, und zwar Stück für Stück. Naja, Römer gibt es schon noch, aber nicht hier. Ich werde das ganze Ding jetzt etappenweise abgraben, ein Stückle, und dann soweit mit frisch gesiebter Erde wieder auffüllen und gleich komplett gerad machen, so wie ich das dann möchte. Und ja, die erste Etappe geht eben von dem Stein bis zu dem Stein. Ja, angefangen zum Aussieben habe ich auch schon. Das sieht dann ungefähr so aus. Da unten ist schon ein bisschen gute Erde drin, durchgesiebte. Ja, einfach da drauf mit dem Handschuh durchrütteln, durchsieben. Restliche Müll mache ich da hinten dabei einen Haufen. Und ja, der Haufen wird mir sonst zu groß. Das hat so keinen Wert. Ja, und so kämpfe ich mich dann Stück für Stück hier durch. Und wie weit ich komme heute, weiß ich immer noch nicht. Weil zum Grillen hätte ich ja eigentlich auch noch was dabei. Selbe wie gestern. Und auf jede Schubkarre kommt auch noch ein Sieb voll Torf. Ja,
gut, den müsste ich jetzt nicht unbedingt durchsieben, aber dann ist er auch schön fein und kann ich schön untermischen. Genau. So mache ich das. Dauert zwar alles eine ganze Weile, aber ich denke, wenn ich hinterher richtig gute Erde habe hier dran und schön gerade ist, dann lohnt sich das. Als nächstes kommt ja dann das Stückchen noch hinter und ich denke einmal, den Haufen werden wir ja nicht wegkriegen und es wird mehr statt weniger, dass ich hier, also zwischen Gehweg und der Hütte, eine ganz kleine Erhöhung mache und hier hinten dann den Rest sauber verteile. Natürlich dann auch noch ausgesiebt, eventuell auch bloß mit einem gröberen. Ja, und da dann eben eine schöne Fläche hinmache, eine gerade, die zwar etwas höher ist, aber ich dann den ganzen restlichen Mist nicht wegfahren musste. Ja, genau. Und bin ich froh, wenn ich Samstag den Müll weggefahren habe. Ach, übrigens. So. Uppala. Das sah der alte Kamin aus. Und das Ganze wurde bloß durch so ein scheiß Tonrohr durchgeführt. Ja, genau. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen. So, Freunde, zwei Ladungen Torf-Erde-Gemisch sind jetzt hier drin. Oder Erde-Torf-Gemisch, damit man den größeren Anteil zuerst nennt. Und Untergrund ein bisschen festgelatscht. Obere Fläche nochmal mit dem Rechen glatt gezogen. Das Ganze Lachtschicht wird auch noch mit einem Brett oder einer Latte komplett abgezogen. Aber erst muss es dahinter weitergehen. Und ob ich da jetzt heute noch großartig Lust habe, naja, schauen wir mal. Aber ich schmeiße jetzt erst einmal die Kugel an und hau meine Chihuahua-Chichis auf den Grill. Aber das habe ich ja gestern schon gezeigt und deswegen lasse ich das heute weg. Vielleicht probierele, wenn ich nicht wieder abhauen muss. So Leute, und da ich ja auch privat immer mit Fragen gelöchert werde, besonders hier jetzt, warum ich das ausgeschäumt habe, warum ich das nicht mit Silikon gemacht habe. Na, ganz einfach, hier zwischendrin hinter den Brettern, der Zwischenraum, der muss auch dicht werden. Das kriegt man nicht mit einer Tube Silikon dicht. Vielleicht mit 20 Tuben Silikon und das meine ich wortwörtlich, weil der Schaum geht ja auf wie Sau und der dichtet es dann innen ab. Und das wird sauber abgeschnitten und dann wird die Fuge sauber noch mit Dichtmasse, da kann man Silikon nehmen, abgedichtet. Und ja, dann hat man im Prinzip genau dasselbe wie mit einer Türzarge. Das andere, warum wird hier immer von hitzefest geredet? Wenn hier außen noch Erwärme vom Ofenrohr ankommen würde, dann wäre der ganze Kasten umsonst. Ja, das nächste, warum habe ich das nicht genauso stark gemacht wie die Wand? Na, ganz einfach. Wo ist der Kamin, das Kaminrohr weiter von der Wand entfernt? Wo ist die Entfernung weiter? Wenn das Ding jetzt komplett eben wäre und direkt da das Kaminrohr rausschauen würde, oder wenn ich hier noch einen schönen sauberen Abstand habe und da dann erst das Rohr rauskommt. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum ich vor draußen und herinnen diesen Abstand habe. So, und nach dem Essen werde ich jetzt hier den ganzen PU-Schaum ein bisschen abschneiden. Ja. Und mal gucken, wie ich das sauber kriege. Dass das halt jetzt so rausgequollen ist, das ist halt jetzt so. Oh. Ich hoffe, jetzt ist es verstanden worden. So, und ja, das wird noch ein bisschen sauberer gemacht. So sieht es hinterher aus. Und hier kann ich dann jetzt entlang eine saubere Naht ziehen
Und hier hinten sehe ich gerade, hat es von draußen fast bis reingeschäumt. Also ist doch alles dicht geworden. Ja, sauber machen. Und ich denke, erstmal Taschenlampe vom Handy wieder aus. Hier herin wird auch irgendwann einmal noch alles abgeschliffen und dann neu gestrichen und dann das Eck natürlich auch mit. Das könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Aber jetzt muss ich zum Grill und mein Fleisch umdrehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran. Nein, genau richtig, sieht gut aus. Lecker, 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 lecker. Tja. Ja, und gleich lasse ich mir meinen Toasty mit Eiwa und Schwabschichi schmecken. Heiß. Lasse ich mir jetzt schmecken und danach schnibbel ich weiter oder buddel ich weiter oder was auch immer. Irgendwas mache ich auf alle Fälle nachher wieder. Muss ja weitergehen, solange ich noch kann hier. Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr heute. Schaut mal, wie spät es ist. Kurz vor 5. Kurz vor 5 mache ich heute Feierabend. Ich mag nicht mehr. Also, geschafft habe ich ja drinnen das Ausschäumen. Das wird jetzt morgen dann außenrum noch abgeschnippelt, wenn ich Lust dazu habe, weil ich muss auch noch was zusammenräumen für übermorgen. Da ist ja auch die große Müllwegfahraktion wieder. Tja, und hier, ja, bis dahin habe ich schon mal halbwegs aufgefüllt. Und mir braucht jetzt keiner sagen, das setzt sich noch alles. Wenn es regnet, weiß ich alles, weil ansonsten würde ich sowas gar nicht erst anpacken. So, von hier weg, bis dahin muss ich eben noch ein bisschen abgraben. Ja, sieht nach nicht viel aus, aber ist doch eine ganze Menge. Den hinteren Bereich haben die Mädels Gott sei Dank schon sehr gut vorbereitet gehabt. Da habe ich bloß noch mit dem Rechen sauber abgerecht und weggeschaufelt. Ja, und die Spitze müssen wir halt auch noch machen. Ja, da ist der Haufen. Aber ihr wisst ja, Hochbeete braucht auch Erde, aber gesiebte. Also wird der Haufen ja noch definitiv kleiner werden. Ja, morgen geht es hier erst nachmittags weiter, weil ja, ich kurz vor Mittag einen wichtigen Termin habe. Ja, so, wann sieht man mich hier besser in der Cam? Ja, gut. Ich hoffe, das Video hat heute trotzdem gefallen. Ich weiß nicht, wie viel es geworden ist. Sehe ich nachher bei der Bearbeitung. Ja, und dann seht ihr mich das nächste Mal Freitagabend rein, theoretisch um 8. Wenn ich bis dahin hier Feierabend gemacht habe, rechtzeitig. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Weil wenn ich morgen erst nachmittags anfangen kann, ja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ja, in dem Sinne, Leute, sage ich ja mal Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen Abend.